Herzlich willkommen zu dem heutigen Webinar. Mein Name ist Rolf David und ich bin Application Engineer bei der Greytech Innovation GmbH. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, warum eine Building Smart Zertifizierung. Vorab werde ich Ihnen ein paar Informationen über die Greytech geben. Damit starte ich jetzt hier die Präsentation. So. Im Prinzip sind wir als Firma Greytech in 47 Niederlassungen weltweit vertreten, davon allein 7 Standorte in Deutschland. Unsere Software kommt alles aus einer Hand, das heißt, wir haben über 3.500 Kundenschulungen pro Jahr und lösen in der Regel 98% der Supportfälle. Wir haben ein eigenes Entwicklungsteam, was entsprechend unsere Softwarelösung entwickelt und auch supportet. Weltweit haben wir mehr als 500 Mitarbeiter und sind seit 2014 Autodesk Platinum Partner. Unsere Schwerpunktprodukte sind einmal im Bereich Manage. Das sind im Prinzip die Verwaltungstools, Datenmanagement-Tools, im Prinzip im Bauwesen mit dem OpenTree. Das ist eine eigene Lösung aus unserem Hause, dem Autodesk BIM 360 oder mittlerweile auch ACC. Das ist im Prinzip cloud-basierendes Tool in der Bauwirtschaft, wo man entsprechend auch eine Zusammenarbeit zwischen mehreren Firmen und Standorten gewährleisten kann. Im Autodesk Vault, das kommt halt aus dem Maschinenbau schwerpunktmäßig, geht dann schon in Richtung PDM-System für Inventor etc. Dann haben wir die nächste Säule, wäre Fabricate. Wir haben das Advanced Workshop. Das ist ein Werkzeug, um entsprechend die NC-Daten aus dem Advanced Steel weiter zu bearbeiten. Das heißt, dort können dann Sägebohrstraßen entsprechend angesteuert werden und die ganze Prinzip, das ganze Lager wird darüber verwaltet. Man sieht dann hier auch im Zusammenhang mit Advanced Steel. Im Bereich Simulate sind wir mit Advanced Design, Advanced Bridge und CS Statik unterwegs, also die Statiklösung. Und im Prinzip im Bereich Create sind wir Autodesk Revit, Autodesk Advanced Steel und Inventor haben wir entsprechende Powerpacks. Nun aber zu dem eigentlichen Thema, wieso wir heute dieses Webinar durchführen. Im Prinzip, es geht jetzt um die Building Smart und warum sollte man sich dort zertifizieren lassen. Erst einmal, wer ist die Building Smart? Im Prinzip Ihnen mal einen Überblick zu verschaffen, was bedeutet das, beziehungsweise was steckt dahinter letztendlich hinter der Building Smart. Im Prinzip, die Building Smart ist ein Kompetenznetzwerk für das Open BIM. Im Prinzip treibt dieser Vereinigung die Digitalisierung der Bau- und Immobilienwirtschaft voran. Wenn Sie einfach mal im Link schauen auf die Building Smart, sehen Sie da einige Infopakete bezüglich der Building Smart, über Fortbildung, welche Software dort zertifiziert ist, über die Schnittstellen. Das geht ja vor allem dann auch in den Bereich IFC-Schnittstellen. Da komme ich gleich mal zu, dass Sie wissen, im Prinzip alles, was dahinter steckt. Im Prinzip kurz mal zur Historie. Die Gründung war 1995. Es geht halt, die modellbasierte Planungstechnik voranzutreiben. Da steckt natürlich der Begriff BIM hinter. Building Smart ist dann quasi die Vereinigung, die dann in diesem Bereich BIM im Prinzip die Regeln schafft, beziehungsweise das alles zusammentritt. Deswegen eine Vereinigung. Dort sind auch einige Softwarehersteller vertreten, die Autodesk und natürlich auch zahlreiche Mitbewerber. Im Endeffekt ein bunter Strauß an Firmen, die in dieser Building Smart die Information zusammentragen. Man spricht hier von einem deutschsprachigen Chapter, das heißt also, die Building Smart gibt es natürlich auch im Ausland, gerade im Dachverband Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Dementsprechend gibt es dann auch die unterschiedlichen Schwerpunkte. Wir reden heute hier erstmal über die Building Smart in Deutschland, weil das wird Sie ja vorrangig interessieren letztendlich. Wesentliche Aufgabe dieses Verbands ist halt auch die Weiterentwicklung und Standardisierung der Schnittstellen und des Informationsaustausches. Da komme ich gleich mal zu, wenn ich noch ein paar Begriffe über das eigentliche Thema BIM mit Ihnen austausche, dass Sie dann auch wissen, was steckt eigentlich hinter diesem ganzen Thema. Es gibt natürlich in diesem
entsprechenden Verband natürlich auch regelmäßige Roundtables und Arbeitskreise und Fachgruppen, die sich dann halt regelmäßig treffen und entsprechend diese Schnittstellen-Thematiken natürlich vorantreiben, so dass dann im Prinzip auch Dinge festgelegt werden, die dann auch sich wieder auf die einzelnen Schnittstellen in der Software entsprechend wieder auswirken. Man sieht jetzt hier mal schon so ein paar Schlagwörter letztendlich, dass Sie dann einfach mal sehen, was steckt eigentlich alles dahinter. Open BIM werde ich gleich mal erklären, was das überhaupt ist. Wahrscheinlich haben Sie vielleicht auch schon mal IFC gehört. Im Prinzip der Datenaustausch, um im Open BIM letztendlich die Daten zwischen verschiedenen Systemen austauschen zu können. Man sieht jetzt einfach schon mal hier die Mächtigkeit dieses Verbands, 620 Mitglieder. Damit sind natürlich dann auch die Firmen und Verbände gemeint. Es können im Prinzip, haben sich da an diesem Verband im Prinzip Firmen beteiligt, Softwarefirmen, natürlich auch entsprechende Verbände und im Endeffekt ist das auch ein ganzer Zusammenschluss aus den verschiedensten Regional- und Fachgruppen. Hier sieht man das nochmal zusammengefasst. 600 Unternehmen in allen Größen sind halt alles Mitglieder der Wertschöpfungskette Bau. Es können halt auch Forschungseinrichtungen und Universitäten sein und öffentliche Hand, die im Endeffekt an diesen Building Smart entsprechend mitwirken. Hier sieht man einfach mal so ein Bild, wie diese Arbeitskreise definiert sind und wie die sich dann halt zusammensetzen und im Endeffekt dann natürlich auch die entsprechenden Dinge kreieren. Das heißt also die entsprechenden Regeln aufstellen und die wirken sich natürlich dann auch in ihrer täglichen Arbeit wieder aus. Wenn Sie im Prinzip BIM-konform arbeiten müssen, werden Sie dann auch mit der entsprechenden Schnittstelle beziehungsweise mit diesen ganzen Dingen, die entsprechend in den Foren diskutiert werden, die fließen dann oft auch in die entsprechende VDI-Norm mit ein. Das heißt also, es gibt dann halt auch ein deutsches Regelwerk, was dahinter steckt, wo die Dinge halt auch spezifiziert sind letztendlich. Man kann im Prinzip mit der Building Smart in Kontakt treten. Es gibt die Digital Bau in Köln oder auch auf der im Prinzip BIM-Messe in München. Dort sind die halt auch vertreten mit einem größeren Stand und da kann man sich natürlich noch weitere Informationen zu diesem Verband sammeln, falls man dann vielleicht auch mal da mitwirken will, beziehungsweise auch weitere Informationen über diese ganzen Themen erhalten, mit denen die sich beschäftigen. Im Vorfeld haben wir jetzt nochmal das Thema, was ist eigentlich BIM, damit man im Endeffekt dann auch nochmal diese Zusammenfassung bekommt. Wofür ist die Zertifizierung? Was steckt eigentlich dahinter? Dass ich Sie hier nochmal in dem Thema an sich abhole. Der ein oder andere wird mit diesem Thema schon sicher Kontakt gehabt haben. Einfach nochmal hier eine Zusammenfassung. Wie ist die BIM-Definition? Im Prinzip Building Information Modeling, was hinter dem BIM steht, ist im Prinzip eine Methode und optimierte, um die Planung und Ausführung, die Bewirtschaftung eines Gebäudes mithilfe der Software durchführen zu können. Man sieht das jetzt hier im Prinzip so, diese ganzen Phasen, die durchlaufen werden, vom Prinzip Entwurf, dass man den ersten Entwurf des Gebäudes hat, zur Planung, bis dann das Gebäude entsprechend gebaut wird. Bewirtschaftung wäre dann im Prinzip Facility Management, dass das dann halt auch über dieses Modell beziehungsweise dieses BIM-Modell laufen würde, bis zum Umbau und eventuell Rückbau, sprich bis das Gebäude wieder abgerissen wird, würde dann dieser ganze Zyklus im Endeffekt in dieser BIM-Methodik erfolgen. Was ist BIM? Hier sieht man jetzt schon mal in der DIN 19650 ist im Prinzip schon mal eine Zusammenfassung. BIM-optimierte Arbeitsmethodik des digitalen Erzeugens, Pflegens und Austauschens von Informationen. Anwendungsbereich, alle Arten von Bauprojekten. Vor allem natürlich mittlerweile die Infrastrukturprojekte, Bahn und Straße, komme ich auch gleich nochmal zu. Im Endeffekt werden Sie das dann gleich sehen, im Endeffekt, wo die Reise dahin geht. Dann werden wir mal über diesen Stufenplan reden, dass Sie wissen, in die Richtung geht das ganze Thema. Was man davon erwartet, ist natürlich ein optimiertes Informationsmanagement. Das heißt natürlich, durch die BIM-Methodik soll der Datenaustausch,
und die Information besser erfolgen, wie es dann in der herkömmlichen Art und Weise bei Planung vorgenommen wird. Dort wird ja oft mit E-Mails und entsprechenden Dingen korrespondiert. Das heißt also, man hat dann Screenshot mit irgendwelchen Änderungen. Das wird natürlich alles innerhalb der BIM-Thematik anders gelöst, dass die Informationen jedem Projektbeteiligten auch vorliegen. Deswegen höhere Produktivität, verbesserte Zusammenarbeit der Projektpartner und eine zielführende Kommunikation zwischen den Projektbeteiligten. Das ist so ein bisschen das Ziel, wo das hingehen soll. Wieso ist die BIM-Entwicklung jetzt sprunghaft angestiegen in den letzten Jahren? Man sieht jetzt hier so die Entwicklung am Anfang. Letztendlich 1996 war das noch ganz zaghaft. Letztendlich ist das erst in den letzten Jahren angestiegen. Und das liegt natürlich so ein bisschen daran, dass die Bauwirtschaft gegenüber dem Maschinenbau natürlich noch nicht die Produktivitätssteigerung hat. Im Maschinenbau hat man ja schon dieses Industrie 4.0. Da ist ja schon so die industrielle Revolution quasi durch die ganze Roboter und Vernetzung der Maschinen etc. vorangetrieben. Und im Bauwesen ist halt da noch eine gewisse ineffiziente Prozesstechnik, dass dann halt die Kommunikation noch nicht so zwischen den Projektbeteiligten vorangetrieben worden ist. Deswegen ist das halt in dem Thema noch in der Erfindungsphase, beziehungsweise will man das durch die BIM-Technik halt verbessern. Sie kennen ja sicher auch alle die negativen Vorzeigebeispiele wie den Berlin-Flughafen, der natürlich von der Bauzeit entsprechend lange Zeit benötigt hat. Um diese Dinge, gerade wenn das Großprojekte sind, im Prinzip effektiver voranzutreiben und den Überblick über das gesamte Projekt zu bekommen, versucht man dann über die BIM-Technik die Dinge zu optimieren. Deshalb auch der entsprechende Stufenplan im Prinzip vom BMVI, letztendlich 2015. Man sieht, das ist jetzt knapp 7 Jahre her. Das heißt also, man hat eine gewisse Vorbereitungsphase, wo man im Prinzip die Dinge vorbereitet, wie sollen solche BIM-Projekte laufen. Da hat natürlich maßgeblich dann auch die Building Smart entsprechend mitgearbeitet an diesem Stufenplan in Zusammenarbeit letztendlich. Das war diese Vorbereitungsphase. Man sieht, jetzt ist man schon in dieser erweiterten Pilotphase schon längst überschritten. Das heißt also, viele Projekte der Deutschen Bahn, die jetzt im Prinzip die Kunden, die damit zu tun haben, im Endeffekt also die Firmen, die jetzt auch an diesen Infrastrukturprojekten mitwirken, die im Endeffekt Bahntrassen, Schallschutzwände, Bahnhöfe etc. bauen, die werden dann schon im Prinzip in dieser erweiterten Pilotphase mit aufgegleist, Niveau 1. Und ab 2020 soll halt das BIM-Niveau für neu zu planende Projekte entsprechend umgesetzt werden. Das ist natürlich erstmal bei öffentlichen Projekten. In der Privatwirtschaft ist die BIM-Thematik noch nicht so stark vorangeschritten, zumindest mal in Deutschland. Da sind natürlich die Skandinavier, Niederländer und Schweden und so weiter viel weiter letztendlich, wie wir hier in Deutschland. Das heißt also, es gibt da noch ein wenig Nachhol. Bedarf in Deutschland. Hier sieht man jetzt einfach mal so diese Überführung vom konventionellen Planungsmethodik. Ich denke mal, Sie in Ihrem Berufsumfeld, die 2D-Welt tritt sicher noch auf für Bestandsdaten etc., wobei Sie natürlich jetzt in Ihrer täglichen Arbeit schon die 2D-3D-Thematik vorangetrieben haben und im Endeffekt schon mit 3D-Modellen arbeiten. Dort ist natürlich ein schon höherer Informationsgehalt, wie wenn das nur aus Linien und Bögen besteht, die Zeichnung. Der Level 2 wäre dann im Prinzip die Collaboration. Das heißt also, die Daten können innerhalb des Teams ausgetauscht werden. Das ist dann die nächste Ausbaustufe, Level 2, wo man mit der BIM-Methodik im Prinzip jetzt hier diesen Steigung erklimmt quasi. Hier sieht man ja auch die entsprechenden BIM-Reifegrade. Die steigen natürlich hiermit entsprechend an und der Digitalisierungsgrad. Und 3 wäre dann schon vollständige Integration der Daten. Das heißt also, die Daten können ausgetauscht werden, weiterverarbeitet werden. Sie kennen sicher auch schon die Begriffe 4, 5 und 6 und 7D. Das heißt also, nicht nur die Kalkulation, sondern im Prinzip auch Terminpläne.
Alles in dieser Richtung lässt sich dann in dieser BIM-Methodik entsprechend abbilden und die Daten weiterverwendet werden. Was ist die Grundlage der BIM-Methodik? Ganz am Anfang war ja schon mal kurz die Definition. Das heißt also, wichtig ist, dass man halt auch ein digitales Bauwerksmodell bekommt. Das heißt also, dieses 3D-Modell, was jetzt mit Daten angereichert ist, ist natürlich die Grundlage, damit man diese Daten auch, wie man es hier jetzt sieht, für Verwalten und im Prinzip für den Austausch hinterher auch zur Verfügung stellen kann. Fachspezifischer Informationsaustausch, das heißt also, die Architektur muss natürlich auch mit der Haustechnik die entsprechenden Daten des Gebäudes austauschen. Die Haustechnik muss dann entsprechend auch als Störkanten im Endeffekt die Haustechnik nutzt dann das Architekturmodell und kann im Prinzip die Daten dann auch wieder referenzieren in das Gesamtmodell. Deswegen, wenn Sie zum Beispiel mit Revit arbeiten, haben Sie auch die Möglichkeit, das Zentralmodell zu archivieren, entsprechend auf dem Server oder in der Cloud, wo die Collaboration zwischen mehreren Teams halt auch schon gewährleistet ist. Hier ist das nochmal, was ist BIM? Letztendlich mit allen Ausprägungen, elektronisch auswertbare Informationen, alle bauwerksrelevanten Daten. Das ist klar. Die können natürlich aus diesen Objekten, die dann im 3D-Modell vorhanden sind, auch jederzeit wieder abgefragt werden oder neu angereichert werden, sodass man natürlich die Möglichkeit hat, auch diese Daten, wie gesagt, woanders zu nutzen. Aufbau der Wertschöpfungs- und Lieferketten. Das heißt also, diese Daten können natürlich dann auch für die Bestellprozesse nachhaltig dann ausgelesen werden und weiterverwendet werden. Und im Prinzip müssen die halt jederzeit auswertbar sein. Das sind halt dann so Anforderungen an so ein 3D im Prinzip digitales Baumodell, dass die Informationen natürlich auch angereichert sind. Jetzt denken Sie an Ihre tägliche Praxis. Wenn Sie da mit 3D schon unterwegs sind, egal in welchem System, wie hoch ist der Informationsgehalt, wie hoch ist der Detaillierungsgehalt? Das ist natürlich in der BIM-Welt halt sehr wichtig, dass diese Dinge halt auch vor Projektbeginn halt auch festgelegt werden, welche Informationsgehalte und Anreicherung der Daten sollen entsprechend den Kunden geliefert werden, sodass er im Endeffekt dann auch die Daten entsprechend weiter leiten können. Das wird halt auch alles im BIM-Prozess entsprechend festgelegt. Früher hieß das halt Lasten- und Pflichtenhefte. Das ist heute alles in den AIAs etc. drin abgelegt. Das heißt also, dort sind die ganzen Informationen vor Projektbeginn schon festgelegt, sodass die dann auch jederzeit vom Inhalt und von der Detaillierungstiefe etc. nachgeprüft werden können. Was sind die Vorteile der BIM? Anwendung letztendlich, die höhere Qualität der 3D-Koordination. Es ist klar, man kann daraus natürlich dann auch eine Kollisionskontrolle machen. Man kann eine aktuellere Aussage über die Mengenangaben machen. Das heißt also, wenn die Bauteile natürlich alle im digitalen Modell vorhanden sind, können Sie entsprechende Bauteillisten und Stücklisten generieren und diese Daten für AFA-Programme etc. auswerten. Visualisierung ist natürlich als Techniker nicht die höchste Prio, aber in solchen Projekten sitzen natürlich auch oft Entscheidungsträger. Das heißt, diese Daten müssen natürlich dann auch Verkaufsleuten, Vertrieblern, Vorgesetzten, Chefs natürlich auch visualisiert werden können, dass die auch im Prinzip ein Gefühl für dieses ganze Projekt bekommen. Die Datenübergabe soll vereinfacht werden und standardisiert werden, dass man natürlich mit einheitlichen Datenaustauschen arbeitet, sprich mit bestimmt festgelegten Formaten. IFC ist so ein Format. Das muss natürlich unter den Projektbeteiligten auch vorher festgelegt werden. Mit welchem IFC-Format werden die Daten ausgetauscht? Das gehört halt auch alles zu dem BIM-Prozess dazu, dass diese Dinge vorab auch festgelegt werden. Und man bekommt natürlich durch das digitale Baumodell ein höheres Verständnis für das Gebäude, vor allem auch im Betrieb, dass man auch die Bauteile entsprechend dann zuweisen kann, sodass man hinterher die Haustechnik auch auf Räume und entsprechende Stockwerke des Gebäudes zugreifen kann. Kurz noch ein Begriff zu Closed und Open BIM ist ja eben
gefallen letztendlich, dass die Building Smart sich natürlich mit dem Open BIM beschäftigt. Was bedeutet das eigentlich? Closed und Open bedeutet, das ist halt ein offenes, standardisiertes Datenmodell, das Open BIM. Das hieße also, der eine Architekt zum Beispiel arbeitet mit im Prinzip mit Revit. Der Massivbauer hat im Prinzip ein Bewährungstool, arbeitet zum Beispiel mit Allplan. Und die Daten würden dann per IFC entsprechend ausgetauscht. Das heißt also, das wäre Open wie offene Schnittstelle zum BIM. Closed wäre dann innerhalb eines Systems. Das heißt also, Sie befinden sich in einer geschlossenen Umgebung. Das heißt, jeder würde zum Beispiel mit Revit oder Allplan etc. arbeiten. Little und Big BIM bedeutet einfach nur Little eine kleine Insellösung, sprich in Ihrer Abteilung. Big BIM wäre dann im Endeffekt über mehrere Standorte, vielleicht auch mit mehreren Projektbeteiligten, sodass natürlich hier oben der größte variable Teil ist, wenn man Big Open BIM hat. Das heißt also, dort werden dann mit unterschiedlichen Systemen in größeren Teams gearbeitet und damit steigt natürlich die Komplexität hier oben in diesem Bereich. Das heißt also, hier unten ist das relativ einfach und steigt dann hier mit beiden Linien entsprechend dann an, dass die Komplexität hier oben den größten Bereich erreicht. So, noch ein kurzes Wort letztendlich zu dem Informationsaustausch. Sie haben sicher in Ihrer täglichen Praxis schon mit IFC-Schnittstellen zu tun gehabt. Im Endeffekt ist das jetzt so der Einstieg letztendlich, dass Sie die Daten austauschen können letztendlich. Früher war es halt DWG als Schwerpunkt. Mittlerweile gibt es natürlich immer mehr Projekte, wo Sie auch IFC austauschen müssen, mit natürlich allen Vor- und Nachteilen. Sicher haben Sie in der Vergangenheit auch schon öfter mal entsprechend negative Erlebnisse mit der IFC-Schnittstelle gehabt. Das gehört natürlich auch alles zum BIM-Training dazu, dass Sie im Endeffekt damit natürlich umgehen lernen und den Datenaustausch verbessern. BFC-Format, das sind im Prinzip die BIM-Collaboration-Format für Aufgaben und Nachrichten. Das heißt also, das Projekt würde dann darüber halt auch gemanagt. Die Datenflut der E-Mails würde dann verringert. Das jetzt mal so als kleines Background. Was ist BIM? Den Building Smart Verband habe ich Ihnen auch mal in ein paar Folien einfach vorgestellt. Jetzt kommt das eigentlich zum zentralen Thema, weshalb die Building Smart Zertifizierung. Die Building Smart Zertifizierung bildet natürlich einen gewissen Qualitätsmaßstab. Das heißt also im Endeffekt, wenn Sie über die Building Smart und den entsprechenden Trainern, die dann im Prinzip diese Tätigkeit halt ausgelagert haben an die entsprechenden Fachunternehmen, die dann im entsprechend die Ausbildung und Zertifizierung dann vornehmen. Das macht die Building Smart nicht selber, sondern die haben zertifizierte Trainingspartner, die im Prinzip das dann durchführen, so dass die dann halt auch an die Trainer beziehungsweise auch an die Prüfung. Sie müssen dann im Prinzip als Kunde, wenn Sie dann so eine Zertifizierung mitmachen, hinterher auch einen entsprechenden Test und eine Prüfung durchführen, dass Sie dann auch das Mindestniveau dann erreicht haben innerhalb der Ausbildung, dass Sie die Sachthemen auch verstanden haben. Deswegen ist das alles über die Building Smart zertifiziert. Das heißt also, die Trainingsfirmen und Partner sind zertifiziert und führen natürlich dann nach den entsprechenden Regeln dann die entsprechende Prüfung durch. Hier steht es auch nochmal kooperierende Schulungsanbieter nach dem VDI. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass die Building Smart diese Themen natürlich auch über die VDI als Regelwerk hinterlegt hat. Und von der Building Smart kommt dann halt auch diese Professional Certification Programm. Das jetzt stelle ich Ihnen gleich ein bisschen vor, wie sich das aufgliedert. Es gibt dann so mehrere Stufen im Endeffekt, was Sie dann erklimmen können. Und dementsprechend haben Sie dann auch eine Zertifizierung, die Sie dann hinterher in Ihrem Unternehmen nutzen können, weil die Building Smart hat natürlich dann auch bestimmte Vorgaben. Das heißt also, auch in den BIM-Projekten sollten oder wird nachher verlangt, dass im Endeffekt auch zertifizierte Mitarbeiter an diesem Projekt beteiligt sind, damit auch die entsprechende Niveau vorhanden ist, um dieses Projekt umsetzen zu können.
Es gibt dann halt verschiedene Schulungsanbieter, die dann diese Zertifizierung durchführen. Wie gesagt, die haben dann zusammenfassend einfach gewisse Standards der Weiterbildung, die Themen und so weiter, ist dann alles über die Building Smart festgelegt, vom Umfang her. Und im Endeffekt sind diese Dinge alle vorher so definiert, dass im Prinzip, egal bei welchem Schulungsanbieter sie das machen, alle ein gewisses Niveau haben. Und im Prinzip bei diesem Professional Certification Programm gibt es hinterher, wie gesagt, auch eine normierte Prüfung, die dann online erfolgt und wo im Prinzip, egal bei welchem Schulungsanbieter sie das machen, diese Prüfung entsprechend dann durchführen. Und die ist, wie gesagt, genormt, sodass im Endeffekt die Prüfung immer nach dem gleichen Schema und inhaltlich gibt es spezielle Themen, die dann abgefragt werden. Es gibt zwei Ausbaustufen. Einmal diesen Foundation, das ist im Prinzip das Basiswissen. Das ist im Endeffekt so die erste Stufe, Basiswissen im Building Information Modeling. Dort können Sie entsprechend geschult werden und zertifiziert werden. Das ist halt das Basisprogramm, was schon seit 2018 bei der Building Smart durchgeführt wird, mit einem entsprechenden Building Smart und VDI-Zertifikat zum Schluss. Dort bekommen Sie halt die Grundlagen im Endeffekt so, dass Sie dann bestimmte Funktionen in der Building Smart-Kette im Workflow halt auch erreichen können. Und dann gibt es noch den praktischen, das ist im Endeffekt das Fortführende. Man sieht es jetzt hier an dieser Pyramide. Sie haben dann halt Phase 1, wo Sie dieses Basiswissen erhalten. Und hier gibt es dann im Endeffekt diese zweite Stufe, Phase 2. Das wäre im Endeffekt der BIM Manager, wenn man das so landläufig auch sagt. Das bieten natürlich auch die verschiedensten Bildungsträger an. Aber wie gesagt, über die Building Smart ist vom Inhalt her und von den Themen her eine genau vorgegebene Inhaltsdefinition mit entsprechender Prüfung als Voraussetzung. Das heißt also, Sie können über zwei Phasen, Sie steigen hier mit dem im Prinzip Foundation ein, können die Prüfung entsprechend dann ablegen. Sie sehen immer diesen roten Strich, das ist die Prüfung. Und dann, wenn Sie den ersten Teil abgeschlossen haben, können Sie dann in die erweiterte Phase gehen und im Prinzip die nächste Hürde. Das wäre sozusagen der BIM-Anwender, das wäre für den normalen Konstrukteur oder bestimmte Aufgabenstellung, wäre das so die erste Hürde. Die zweite wäre natürlich dann für jemanden, der schwerpunktmäßig mit dem BIM-Thema beschäftigt, BIM-Koordinator oder BIM-Manager, der dann entsprechend in größeren oder in Projekten dann die Koordination übernimmt. Wir bieten bei uns bei der Quatec entsprechende Schulung auch an. Erste Modul, im Prinzip den Einstieg, ist jetzt aktuell schon in unserem Programm. Diese zweite Phase, die wird jetzt aktuell gerade bei der Building Smart aktualisiert, beziehungsweise wird die jetzt neu angeboten. Der BIM-Manager konnte bis dato immer nur von weiteren Bildungsträgern in Eigenregie sozusagen erfüllt werden. Und im Endeffekt wäre das jetzt so, dass dieser BIM-Manager auch über die Building Smart zertifiziert wird. Das heißt also, Sie hätten erst den Einstieg über die 2 Tage. Sie können bei uns auf der Homepage da auch mehr Informationen letztendlich zu diesem Thema erhalten und sich dann im Endeffekt im zweiten Schritt dann auch zum BIM-Manager weiterbilden lassen. Generell unterstützen wir Sie natürlich dann auch nicht nur beim BIM-Training, das ist jetzt ein so ein Baustein, natürlich auch bei der Unterstützung der Methodiken in Ihrem Unternehmen, sodass Sie natürlich dann hinterher auch diesen Workflow dann in Ihrer Zusammenarbeit bekommen, sodass Sie den BIM-Workflow auch integrieren können. Ein Baustein dafür ist natürlich, dass Sie dazu zertifiziert worden sind. Und wie gesagt, am besten über die Building Smart, dann gibt es dann auch einen gewissen Standard, der dahinter liegt. Ja, ich wäre von meinem Webinar erstmal durch im Endeffekt. Ich denke mal, wenn Sie noch Fragen dazu haben sollten, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail und im Endeffekt setzen wir uns dann mit Ihnen in Verbindung. Das ist gar kein Problem. Dann rufen wir Sie zurück und dann können wir über diese Themen, ob Zertifizierung oder weitere Unterstützung, einfach mit Ihnen uns abstimmen. Und das, wie gesagt, ist gar kein Problem. Melden Sie sich einfach über die entsprechende E-Mail und dann setzen wir oder rufen Sie bei uns an und dann setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung. Dann
bedanke ich mich für die Teilnahme und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.